Man riskiert hier sein Leben für saubere Fenster. Oh Gott, dieser Eimer ist schwer. Da kommst du aber auch beschissen hin da hinten. Alter, das ist das Anstrengendste, was ich seit langem, langem gemacht habe, ey. 3 Tage arbeitet Galileo-Reporter Martin Dunkelmann als Gebäudereiniger. Wie fühlt sich das an, den Dreck von Fremden wegzumachen? Kurz vor 8 in Herzogenaurach bei Nürnberg. Martin trifft seinen neuen Kollegen, Omer Ramitsch. Erzähl mal, was machen wir heute? Also erst willkommen hier. Danke. Wir haben heute eine Glasreinigung vor uns. Ja. Recht langer Tag. Omer ist einer von 350 Angestellten. 20 Teams rücken jeden Tag zu den verschiedensten Aufträgen aus. Auf der Fahrt lernt Martin gleich mal den Leitspruch der Gebäudereiniger. Wir putzen nicht, wir reinigen. Denn da machen sie Unterschiede. Zu Hause tut man Zähne putzen. Wenn man eine Zahnreinigung braucht, geht man zum Arzt. Stimmt. Gebäudereinigung ist übrigens ein Ausbildungsberuf. Omer selbst ist Quereinsteiger. Für Martin gibt es den 3-Tage-Crashkurs. Dieses Gebäude steht auf dem Plan. Innen Firmen und Privatwohnungen, außen jede Menge Fenster. Profis arbeiten mit dem Osmosemobil. Das enthärtet Wasser. Es kommt durch Schläuche direkt aus der Bürste und hinterlässt keine Streifen. Jetzt fahren wir die Stangen Stufe für Stufe nach oben. Teleskopstangen sind sehr leicht und fahren bis zu 15 Meter aus. Zweimal jährlich putzen, Entschuldigung, reinigen die Kollegen dieses Gebäude. Das Doofe ist, aus der Entfernung kannst du halt nicht genau sehen, wie das an den Ecken noch ist. Also muss man mehrmals drüber gehen. Zur Unterstützung hilft Azubi Bastian. Du bist Basti? Basti, das ist mein Fenster da oben. Hau ab! Basti steht kurz vor der Abschlussprüfung. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Wie kamst du auf die Idee, Gebäudereiniger zu werden? Du machst nicht den ganzen Tag das Gleiche. Das hat es auch ausgemacht, dass ich den Beruf gemacht habe. Sag mal, und die Freunde aus der Schule, was denken die darüber über den Job? Ich glaube, dann unter den Handwerksberufen ist leider der Gebäudereiniger dann auch der mit am schlechtesten angesehene Beruf. Und vor allem anstrengend. Das Arbeiten über Kopf geht ganz schön auf den Nacken. Wichtig ist in jedem Fall gründlich und schnell. Dieser Eimer ist schwer. Innenputzen ist einfacher, viel körperschonender. Basti arbeitet nach System. Scheiben befeuchten, Schmutzreste aus den Ecken wischen und abziehen. Das Wichtige ist halt, dass du das ganze Wasser mit nach unten ziehst. Die Tropfen mit dem Wischer auffangen, sonst wird der Boden rutschig. Doch mehr als ich dachte bei so einem Fensterputzen. Martin probiert's. Aber sein Verständnis von Sauberkeit entspricht nicht so ganz dem der Profis. Streifenfrei ist das nicht. Ja, und dann? Nochmal. Das gehört dazu. Geduld braucht Martin in dem Job. Und so langsam wird ihm der Unterschied zwischen Putzen und Reinigen klar. Profis machen keine halben Sachen. Für mein erstes Fenster. Ja! Und da kommen noch einige. Martin gibt sich Mühe. Trotzdem, Basti muss ständig nachbessern. Weiter geht's mit den obersten Scheiben. Auch die müssen von Hand gereinigt werden. Auf Höhen von bis zu 5 Metern arbeiten die Profis mit der Spitzleiter. Wenn du jetzt Höhenangst hast, was machst du dann? Ja, also ich hatte auch am Anfang eher, also hatte Höhenangst. Ich hatte echt davor Schiss, dass ich runterfall. Oder echt? Mit der Zeit, ja, 2-3 Mal, da habe ich mich echt geweigert. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu hoch. Ich habe Angst davor, dass ich runterfall. Und aber hast du es gemacht am Ende? Am Ende habe ich es gemacht, weil die Arbeit musste halt fertig werden. Ne? Arbeiten in Höhe ist fester Bestandteil des Jobs. Die Leiter steht komplett frei, ohne Befestigung. Traust dich? Na, du zuerst. Traust. Tatsächlich passieren die meisten Unfälle auf der Leiter. Allerdings auf einer Höhe von 2 Metern, der Leichtsinnshöhe. Wenn du oben ankommst, hast du nicht mehr viel Platz für beide Füße. Es kann dann sein, dass du auch nur noch Platz für einen Fuß hast. Mach ich nicht. Nicht selten reinigen die Teams auf über 20 Meter. Hier sind es 5. Das klingt wenig, aber die Kollegen sind ungesichert. Der Schritt nach oben kostet Martin ganz schön Überwindung. Du hältst fest, ja? Oh Gott. Okay.
Gott, ist das hoch. Und es geht noch höher. Denn auch der Innenhof ist voller Fenster. Jetzt muss Martin auf die Hebebühne. Die Maschine wackelt extrem und ist höher als die Leiter. Trotzdem fühlt sich Martin wesentlich sicherer. Und weitermachen. Fenster nach Fenster nach Fenster. Dabei haben die beiden ziemlich intime Einblicke. Das ist eine Privatwohnung, ne? Büros, Schlafzimmer, Arztpraxen, Gebäudereiniger sehen so einiges. Wenn du an so einem Fenster stehst, ne, sind da ab und zu mal auch mal die Bewohner drin? Ja. Was sagen die dann? Erschrecken die sich winken, vor dir? Winken, oft, wird oft gewunken. Das finde ich übrigens einen spannenden Teil an dem Job, dass du Einblick hast in andere Menschen privaten Bereich. Das ist einfach meine Neugier. Aber diese Neugier muss man zügeln, habe ich gelernt, denn das ist nicht dein Job, da jetzt die Sachen dir anzugucken oder da irgendwas anzufassen. 8 Stunden Fenster putzen. Und das jeden Tag. Da werden die Arme schwer und die Fenster immer größer. Aber irgendwann ist die Schicht geschafft. An Martins zweiten Tag kann er zeigen, ob er Reinigen verstanden hat und auch mit ekligen Situationen klarkommt. Er kann ausschlafen, dafür geht die Schicht abends länger. Martin muss heute schmutzige Fußmatten von verschiedenen Firmen austauschen. Gebäudereiniger sind echte Allrounder. Jeder Tag sieht anders aus. Die Teams reinigen Privathäuser oder Büros, Firmen, Geschäfte oder Parkhäuser. Mal die Böden, mal die Fassaden, mal die Dächer. Die meisten Angestellten haben eine 39-Stunden-Woche. Gebäudereiniger verdienen, je nach Erfahrung, zwischen 1.900 und 3.000 Euro pro Monat. Die Aufgabe: Fußmatten waschen. Pro Tag schleppt Omer hunderte Matten. Eine staubige Angelegenheit. Und ich würde dir raten, beim Einladen nicht viel atmen. Ja, ne? Ich merke gerade, was ich im Mund habe. Das ist schon ein bisschen eklig, ey. Die Kollegen brauchen ein ganz schönes Know-how. Über 1500 Reinigungsmittel stehen im Lager. Getrennt in sauer und alkalisch. Tonnenschwere Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Hochdruckreiniger und unzähliges Putzequipment. Martin hilft beim Vorbereiten der nächsten Aufträge. Er probiert's zumindest. Feriprop-Konzentrat, Torwarn-Konzentrat, Paketto-Clean-Konzentrat. Alter Schwede, ist das viel. Ihr müsst natürlich wissen, was du nimmst, wofür du es nimmst und wie viel du davon nimmst. Das ist die Sache zwischen Reinigen und Putzen. Für jeden Auftrag gibt es anderes Equipment. Heute auf dem Programm ein Büro und ein Kindergarten. Alma Falczyk stößt dazu. Sie arbeitet seit 20 Jahren in dem Job. Stopp 1, eine Firma für Medizintechnik. Hier arbeiten Professoren, Ingenieure, Techniker. Einmal pro Woche reinigen die Kollegen hier die Büros. Man denkt schon so, was denken die jetzt von allem, weißt du? Weil man du denkst das, aber meinst du es nicht so? Nach 1-2 Jahren ist es überflüssig. Ja, ja. Die ganzen Blicke sind überflüssig. Im Büro geht's sofort los. Oma weist Martin ein. Es gibt viel zu beachten. Wir lernen die Mülleimer aus. Dabei schaust du auch bitte, ob die Mülleimer an sich sauber sind. Dann gehen wir rüber zu den Tischen, wischen Tische an frei zugänglichen Stellen. Also das Material, Büromaterial und das Zeug von den Kunden wird nicht verschoben. So sichern sich die Kollegen ab. Was man nicht berührt, kann man auch nicht beschädigen. Alle arbeiten nach dem gleichen Schema. Pro Büro haben sie knapp 15 Minuten. Welches Mittel für welche Oberfläche, welcher Lappen für welche Zwecke, sogar die Faltung des Lappens, alles ist genau durchdacht. So ist für dich besser, so liegt er besser im Hand. Ah, okay. In der Regel sind die Arbeitszeiten von früh morgens bis abends. Bei Spezialaufträgen wie Hotels, Bäckereien oder Schwimmbädern, aber auch mal nachts. Oder eben am späten Nachmittag. Wie an der nächsten Station, im Kindergarten. Die Kinder sind schon lange ausgeflogen. Nur den Dreck haben sie dagelassen. Hier liegen überall Gummibärchen rum und überall Keksreste. Und die Rollen rollen nicht von dem Ding. Hier kümmern sich die drei ausschließlich um die Böden. Erst kehren, dann saugen, dann wischen. Zum Schluss noch die Toiletten. Martin kommt langsam rein in seine Rolle. Putzen macht dann Spaß, wenn das Equipment gut ist. Und das hier ist ein geiler Besen. Den Kindergarten reinigt die Firma jeden Tag.
Für Martin wäre das zu monoton. Für Alma und Omer hat es eher etwas Entspannendes, fast schon Meditatives. Es ist ein Job, wo man seinen Kopf einfach ausschalten kann. Wenn ich nur in Reinigung bin, danach fühle ich mich ganz gut. Ich habe keine Kopfschmerzen und ich kann ruhig Feierabend machen. Ja, ne? Die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, das ist ein klarer Vorteil des Jobs. Nachteil, Alma muss sich oft für ihre Arbeit rechtfertigen. Ja, ich mag nicht, wenn jemand zu mir Putzfrau sagt. Ja? Das möchte ich nicht hören. Ja. Wir reinigen, wir sind ein Handwerkerbetrieb und ich finde es ganz gut, dass wir diese Welt sauberer machen. Alle Jobs, die sich ums Reinigungsgewerbe drehen, haben nicht so guten Ruf. Einfachste Arbeit, das kann jeder und wahrscheinlich haben sie nicht gefunden. Das denken wahrscheinlich viele Menschen, wenn sie diesejenigen Leute da arbeiten sehen. Aber das ist Quatsch. Trotzdem, Geld verdienen mit dem Schmutz von anderen, einen gewissen Ekelfaktor bringt der Arbeitsalltag mit sich. Hast du Sachen, wo du dich manchmal ekelst? Oder? Ja, öffentliche Toiletten zum Beispiel. Die sind schon ziemlich schmutzig. Und wie ist das? Augen zu und durch, oder was? Augen zu und durch. Dann machen wir einfach. Okay. Ja. Extreme Ekelsituationen sind zum Glück die Ausnahme. Bisher auch für Martin. 8 Stunden ist er jetzt schon auf den Beinen. Um 20 Uhr Feierabend. Was Martin noch nicht ahnt, Tag 3 wird der körperlich anstrengendste Tag für ihn. Der Auftrag? Graffitis mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Wieder im Dreierteam. Neben Omer ist André Germain am Start. Seit über 20 Jahren Gebäudereiniger. Und um diese Graffitis geht's. Die kompletten Wände sind voll. Heute steht nur der Eingangsbereich an. Das klingt erstmal wenig, aber die Männer werden hier an ihre Grenzen stoßen. Arbeitsbereich absperren und ohne Schutzkleidung darf keiner an den Hochdruckreiniger. Das Ding ist nicht ohne. Also wenn du das mit den 500 Bar irgendwie auf deine Finger bringst, dann kannst du dir die Finger auch abtrennen. Gab's schon mal Unfälle mit dem Ding? Nee, das wollen wir heute auch so beibehalten. Na gut, dann bin ich ja dabei. Die Profis schießen mit einem Gemisch aus Sand und Wasser. Das ist die schonendste Variante für die Wand. Aber die Ernüchterung kommt schnell. Die Farbe ist hartnäckig. Schon jetzt ist klar, das wird Millimeterarbeit. Ich bin hier 8 Jahre beschäftigt. Neuer Versuch. Die Kollegen erhöhen den Druck und die Temperatur. Das Wasser erhitzt auf bis zu 95 Grad. Ein Kraftakt. Martin muss mit seinem kompletten Körpergewicht dagegenhalten. Aber auch dieser Versuch scheitert kläglich. Die Wand ist. Wir machen die ganze Wand kaputt damit, oder? Guck mal hier, der Beton kommt da raus. Das Problem, das Graffiti ist schon einige Jahre alt. Die Farbe haftet zu stark. Wenn alle Stricke reißen, hilft nur Chemie. Ein spezieller Graffiti-Löser. Der muss erst mal einwirken. Flexibel sein, Lösungen finden. Jeden Tag andere Gegebenheiten. Das gehört auch zu dem Job. Ich dachte vorher auch, Reinigung geht eigentlich nach Schema F. Aber es ist gar nicht immer so, denn die Situation ist eigentlich immer eine andere. Die müssen sich rantasten an die Sache, die müssen ausprobieren. Und du musst vor allem auch wissen, wie das überhaupt möglich wäre, rein mechanisch oder jetzt chemisch oder was weiß ich. Von daher schon komplexer, als ich dachte. Auf ein neues. Mehrere Stunden sind die drei jetzt schon zugange. Endlich, das Graffiti löst sich. Dabei immer auf die Technik achten. 90 Grad Winkel, 20 cm Abstand. Das ist das Anstrengendste, was ich seit langem, langem gemacht habe. Ey. Das Teil hier ist echt der Endgegner. Respekt, dass du es so lange schaffst ey, mit dem Ding. Boah! Die Profis machen das normalerweise allein, den ganzen Tag. Martin muss sich ständig mit seinen Kollegen abwechseln. Ohne Pausen keine Chance. Aber irgendwann ist auch Tag 3 überstanden. Martin hat endlich Feierabend. Die anderen müssen morgen wieder ran. Zurück im Lager nimmt Martin Abschied, völlig erschöpft. Ich dachte ja anfangs, putzen kann jeder, kann eben doch nicht. Denn das, was die Jungs und Mädels hier machen, ist viel professioneller. Und vieles von dem, was die tun, passiert so im Verborgenen. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Von daher verdient der Job echt ein bisschen mehr Respekt. Und es heißt reinigen, nicht putzen.